Hallo, fleißige Unterstützerin. Spitzenklasse. Danke für deine Hilfe. Nett, dass du vorbeischaust. Hallo. 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 Was würden wir nur ohne dich machen? Damit funktioniert der Hexspruch sicher. Ene mene widerist, ich will sehen, wo Amadeus ist. Hex, hex! Und? Wo steckt der arme Kerl? Sieht so aus, als hätte er sich im Garten des Schlosses versteckt. Naja, dann ist er wenigstens in Sicherheit. Alex wird ihn bestimmt herbringen. Oh ja, das glaube ich auch. Oh, eins noch. Ja? Was gibt's denn? Könntest du noch Freddy beim Hufschmied Bescheid geben? Er soll sich das Gatter mal anschauen und am besten gleich reparieren. Grüß dich. Man braucht also mal wieder meine Hilfe auf dem Martinshof, ja? Ja, das Gatter ist kaputt. Es sind sogar einige Pferde ausgebüxt. Oh, ich bin nicht der größte Pferdefan, aber ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, wir haben mittlerweile alle wiedergefunden. Scheint, dass Bibi und Tina ganz schön froh sein können, dich zu haben. Du kannst ihnen sagen, dass ich gleich nachher mal vorbeischaue. Oh, prima. Vielen Dank. So bin ich. Dank deiner Hilfe konnte ich alle Pferde sicher zurückbringen. Oh, sogar Amadeus ist wieder da. Vielen Dank, Alex. Ach was, nichts zu danken.
und freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Mich freut es auch. Tina hat schon so viel von dir erzählt. Haha, ich hoffe nichts Schlimmes. So, jetzt muss ich aber los. Kümmerst du dich noch um deine Pferde? Die haben auch tolle Arbeit geleistet. Das kannst du laut sagen. Wie schön, da bist du ja wieder. Darf ich dir meinen Freund Alex vorstellen? Er wohnt auf Schloss Falkenstein, wie du sicherlich schon gehört hast. Dein Weg wird dich bestimmt schon bald mal dorthin führen. Wir haben uns schon kennengelernt. Jetzt braucht Mutti aber deine Hilfe, habe ich gehört. Bis später also. Ja, bis später. Meinst du, ich könnte dich noch mal kurz um deine Hilfe bitten? Natürlich, dafür bin ich doch da. Oh, du bist ein Goldstück. Weißt du, ich backe gerade meinen Butterkuchen. Doch blöderweise habe ich wegen dem Gewitterchaos vergessen einzukaufen. Kannst du mir dabei helfen, die fehlenden Zutaten zu besorgen? Ja, klar. Ich wollte schon immer mal wissen, wie sie ihren Butterkuchen backen. Aha, eine richtige Feinschmeckerin also. Na, umso besser. In deinem Auftragsbuch findest du die Liste mit den fehlenden Zutaten. Dann mache ich mich sofort an die Arbeit. Ich bringe Ihnen dann alles, ja? Oh, das wäre wunderbar. Dafür gibt es dann auch ein besonders großes Stück.